Willkommen zur heutigen Blackouts-Runde. Ich werde diesmal zur Anmoderation gezwungen, nachdem ich Richie gerade noch mit einem Filmtrailer irgendwie zerstört habe. Ganz ehrlich. Was? Du meckerst mich an, ja? Wegen Ghost Rider. Ja, das ist weiterhin ein scheiß Film. Und kommst mir dann mit... Rubber? What the fuck is happening? Ein Autoreifen, der Leute tötet. Wo ist das Problem? Ja, aber... Das hat mehr Story tiefer als Ghost Rider. Nicht ansatzweise. Aber mal sowas von. Ah, Ansichtssache. So, da wir beim letzten Mal, das heißt, bevor wir jetzt großartig vom Spiel anfangen, erstmal, sorry, dass es wieder Ausfall gegeben hat, lag primär daran, bei mir gab es einen Trauerfall in der Familie, dementsprechend, Ja, bei mir auch, dementsprechend. Waren wir die letzte Zeit davor. Genau, hat sich das bei uns ein wenig überschnitten und wir sind halt nicht dazu gekommen, was zu machen und ja. Passiert nun mal leider, können wir nichts gegen tun, aber jetzt geht's erstmal wieder weiter. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja derb auf die Schnauze gekriegt. Und glücklicherweise war der Autosave vor dem Combat. Ich musste zwar, wir haben zwar noch einigermaßen Orientierung betrieben und wir haben nicht allzu viel verloren. Und ja, jetzt gucken wir mal, was machen wir denn mal als nächstes, da wir ja hier zu Juan Gredo nicht unbedingt hinwollen, weil wir da die Doppelmeerstern und ich merke gerade, ich bin ein wenig laut auf dem Kopfhörer nicht unbedingt machen wollen. Gucken wir mal ins Questlog. Was machen wir denn da mal? Hauptquest? Nein, mit sowas geben wir uns nicht. Meinst du, wir kommen an den Dudu ran? Keine Ahnung. Und allein für die Verwendung des Wortes Dudu sollte ich dich schon wieder schlagen. Sorry. Aber das ist so ein Überbleibsel, das ist, es tut mir leid. Dann sollte ich das Überbleibsel rausprügeln. Ich weiß nicht, ob das Duff-Dauer so gesund ist. Für dich sicherlich nicht, aber... Für dich auch nicht. Für das große Ganze. Dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Definitionssache. Ja. Gucken wir doch mal in die, was? Lanego-Wälder und gucken mal, was der finstere Druide da so mit dieser holden Maid treibt. Ist das Spiel FSK 18? Ja. Oh, okay. Nein, ist es nicht. Ja. Also wirklich, was du wieder denkst. Hui. Ich bin unschuldig. Du? Nie. Immer. Per Definition. Ich erinnere dich an deine Aussage. Was? Was? Moment, was? Ja. Der Dudu und seine 7-Wölflein. Sind sieben, glaube ich. Verdammt. Er hat sogar recht. Der Dudu ist aber noch nicht da. Ich nehme mal an, das hier ist die Holde Maid, die wir zu verteidigen haben. Was können wir denn hier das so machen? Könnte nützlich sein. Du kannst Büsche anzünden. Yay. Und wir können mal wieder in jede Richtung schießen. Hm. Wen haben wir denn gerade? Achso, hier, Takate. Der nicht in jede Richtung schießt. Naja, Nebensache. Piekst. So, wo stellen wir denn Takate mal glorreich hin? Der sollte irgendwo hingehen, wo zwei Wölfis kommen. Wir stellen ihn mal dahin. Und dann darf er mal warten. Jetzt? Du weißt, was jetzt kommt, ne? Ja, du spuckst Wölfe ein. Und dann riecht's wieder nach nassem Hund. Nee, nach nassem Okami. Dinge, die ich mir nicht vorstellen will. Warte, bis das Video kommt. Es reicht schon, wenn man beim Battlefield zocken so ihn sagt, komm mal, und von ihm dann irgendein Gestöhne kommt. Naja, das eigentlich nicht komm mal, sondern das kommst für den Revive von dem Sword. Ja, naja. Das ist der Moment, wo man ihn direkt wieder schießen will. Wir müssen echt auf Hardcore sein. Nicht gut. Nicht gut. Was ist los? Das waren nur 6 Schadenspunkte. Ja, die macht ja eh immer nicht viel Schaden. Bestimmt auch fein. Mal gucken, was der Bogen drückt und dann reden wir weiter.
Spiel pretty much fucked. Okay, dein Team ist unfähig. Hey, du hast mitgelevelt, also red dich jetzt nicht raus. Da war der Passierschlag A38. Gott. Der musste jetzt sein, komm. Viel flacher ging nicht mehr, oder? Nee, mehr Platz war nicht zwischen Schuhsohle und Laminat. Da ist man schon im ersten Stock und trotzdem. Ich treffe noch nicht mal einen von meinen eigenen. Feuer! Dann trifft er nicht. Das ist ja wohl nicht. Ich habe schon angespuckt. Versuchen es mal bei dem, der hat eine Wunde. Vielleicht geht er dann weg. Natürlich nicht. Tjo. Das war nicht so prickelnd. Nett. Mach ihn weg. Ja, da darf auch Elias. Ich habe jetzt Zeit hochspringen. Lächeln und winken und stumpf weggehen. Denk daran. Ja, gut, dann bis nachher. Tschüss. Nein. Oh. Unser Zwerg macht hier zu. Wenig Schaden, aber ich würde sagen. Aus Sicherheitsgründen, Oh, gut. Sag nichts, schweig stille. Ich bin die Ruhe in Person. Sag nichts. Jetzt wird halt noch nicht. Nicht in Nahkampf? Nein, wir gehen nicht in den Stabnahkampf. Wieso nicht? Wenn wir nicht in den Stabnahkampf gehen. Wieso nicht? Deswegen! Das ist jetzt nur, weil du so lange gezögert hast. Ich hasse dich. Ich weiß, das hat kein. Hat keinerlei Bedeutung, aber ja. Und jetzt haust sie den Wolf um. Nein, sie dolcht. Details. Die einständige Nichts, gar nichts. Ich will überhaupt nichts sagen. Los.
drauf da. Feuer? So Feuer, du hast einen Stab. Feuer. Damit kann ich sicher gehen, dass er stirbt. Wenigstens sicher, dass sie tot sind. Weißt du, wenn du jemanden töten willst, ne? Geh sicher, dass er auch tot ist. Ich dachte, das heißt, nimm seinen Kopf mit, aber okay. Waren wir uns nicht einig darüber, dass das hier nicht FSK 18 ist? Ich habe nicht gesagt, wie man den Kopf mitnimmt. Ja, okay, gut. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Nein, süß und unschuldig. Du bist fast anderthalb Köpfe größer als ich, wohl kaum. Das ist interessanterweise auch das Einzige, was Laura aber bemängelt hat. Sie meinte dann, also klein stimmt ja nicht. Das heißt, der Rest stimmt und ich kann mich jetzt weiterhin darauf beziehen. Ja. Ah, Märkte. Ha, ha. Aber es macht Spaß. Und jetzt kommt der Druide und macht einmal kurz den Wipe. Kommt dann so wieder hier so, ja. Das Stück Holz um die Ecke gewatscht. Ach das, ja. Warum nicht? Das war knapp. Habt vielen Dank. Welcher Drache hat dich denn geritten, ganz allein hierher zu kommen? Allein? Ich bin nicht allein. Marvis ist hier. Der Druide? Er muss irgendwo sein. Am besten erzählst du uns von Anfang an, was geschehen ist. Hat der Druide dich entführt? Was? Nein. Er hat mich als Schülerin aufgenommen. Du bist freiwillig hier? Ja, aber es ist alles schiefgelaufen. Langsam. Was ist schiefgelaufen? Er wollte mich unterrichten. Direkt am Herz des Waldes. Doch es war verdorben. Verdorben? Die Bäume haben mit ihren Ästen nach uns geschlagen. Ihre Wurzeln wanden sich wie unter Schmerzen. Marvis wollte sich verwandeln, um mit den Bäumen sprechen zu können. Aber als er seine Baumgestalt annahm, hat das Herz auch ihm verdorben. Ich hatte Angst, also bin ich geflüchtet. Wir müssen ihm helfen. Bitte, wir müssen zum Herz des Waldes und Marvis helfen. Klischee-Druiden-Quest, ho. Erstens das und zweitens stellt sich mir jetzt eine Frage. Er hat sich in seine Baumgestalt verwandelt. Ist das wenigstens einer von den Druiden, der in Baumgestalt in der Lage ist, Baumrinde zu casten? Das willst du jetzt, die Hintergründe willst du nicht wissen, das wäre wieder viel zu viel WoW für dich. Um es mal kurz vorsichtig zu beschreiben, er hat gerade so ein Grinsen im Gesicht, wie jemand, der gleich, naja, lassen wir das. Gar nichts müssen wir zum Herz des Waldes oder warte kurz? Warte kurz, heilen, dann zum Herz des Waldes? Vermutlich geschickter. Warte kurz. Bitte beeilt euch. So, ja. Rasten mal. Ja, es hat ja auch nur die Unnütze eine Runde. Die Spuckerin. Bitte, wir müssen zum Herz des Waldes und Marvis helfen. Zum Herz also gut, Waldes. Bring uns zum Herz des Waldes, Sina. Bis folgt mir. Unendlichkeit. Auf zum Atem. Nukula. Yay, Druiden klatschen. Wuhu. Das ist eine Eribar-Lilie.
Und sie erblickten eine Lilie von blendender Schönheit. Eine Schlinge für jede sterbliche Seele. Oder so ähnlich. Gebt Acht! Lasst euch nicht von ihr verzaubern! Der erste, der bekastet wird, ist Zubara. Nein, Zerkase.